Ja, hallo, ich bin's wieder, der Felix. Auf meinen zahlreichen Internetstreifzügen finde ich immer wieder auch die Internetseiten von Verbänden, die sich für gutes Essen einsetzen oder glauben, sich für gutes Essen einzusetzen. Da geht es dann ganz oft auch um den Verzehr von Fleisch. Ich rede jetzt nicht über vegane oder vegetarische Lebensweise, sondern eigentlich geht es im heutigen Video eher um Pauschalisierung. Da wird dann immer gesagt, lasst uns weniger Fleisch essen, damit weniger Tiere gequält werden. Und einen größeren Unfug habe ich eigentlich noch nie gehört oder gelesen. Naja, doch, durchaus. So ein Leben ist lang, man liest schon viel. Aber ich finde es schade, dass der Umkehrschluss gezogen wird. Sicherlich ist das Produkt aus der Massentierhaltung fast immer Fleisch, das für den menschlichen Verzehr gedacht ist. Aber nicht jedes Fleisch, das der Mensch verzehrt, stammt aus Massentierhaltung oder müsste gar aus Massentierhaltung stammen. Das zeige ich ja auf urgeschmack.de oft genug. Der Herr Behrens, der Herr de Feiter und so weiter. Das sind alles Menschen, die mit großer Leidenschaft Tiere halten, die ihnen ein ja, optimales Leben, könnte man fast sagen, bereiten, die sie in Freiheit halten, auf der Weide, die sie ganz normal, in normaler Geschwindigkeit alt werden lassen und sie erst dann kurz und schmerzlos schlachten. Das heißt, die Tiere haben ein wundervolles Leben und nur einmal einen schlechten Tag. Das ist also eine Möglichkeit zum Fleischverzehr, der ganz ohne Massentierhaltung auskommt. Es ist mir sehr wichtig, mit diesem Missverständnis aufzuräumen. Ich finde das sehr schade, weil das viele Diskussionen zerstört, die sonst eigentlich sehr fruchtbar sein könnten, die auch einen Graben zwischen zwei Lagern, zwischen Fleischessern und Nicht-Fleischessern zieht, der nicht nötig ist. Denn eigentlich glaube ich, dass kein Mensch wirklich gerne Tiere quält oder sie gerne in der Massenhaltung hält. Viele Landwirte sind verzweifelt, dass sie es quasi tun müssen, aus einem wirtschaftlichen Zwang heraus. Sie sind in einem System gefangen, sie müssen von irgendwas leben. Und über die Jahre hat sich das so aufgebaut. Über die Jahre wurden die Quadratmeterbesatzdichten immer größer für die Tiere. Die wurden immer enger eingepfercht, damit mehr reinpasst, damit billiger produziert werden kann. Und es ist sicherlich nicht einfach, da einfach so auszusteigen. Niemand möchte das gerne. Ich denke, wir alle sind eigentlich daran interessiert, als Menschheit, als Ganzes, die Massentierhaltung abzuschaffen. Man muss nur eine Möglichkeit finden. Und ich bin sicher, dass es sie gibt. Denn sie lautet, am Ende hat der Verbraucher die Macht und sein Portemonnaie entscheidet. Hatte ich im letzten Video schon darüber gesprochen. Wer das Fleisch aus der Massentierhaltung einfach nicht mehr kauft und stattdessen zum Fleisch von einem Landwirt greift, der seine Tiere ordentlich hält und ordentlich behandelt, der trifft eine ganz eindeutige Wahl und die Supermärkte werden das merken. Wichtig ist an der Stelle aber auch festzuhalten, dass es nicht etwa moralisch überlegen wäre, Gemüse zu essen, denn Gemüse sind Pflanzen, Pflanzen sind auch Lebewesen. Und die freuen sich nicht etwa gegessen und damit getötet zu werden. Sie haben zwar keine Augen und keine Münder, sie können also nicht schreien. Und gerade die Augen sind es ja, die bei Tieren, bei Menschen dann oft Mitleid hervorrufen, weil sie auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Menschen ja zeigen. Nein, Pflanzen haben keine Augen, sie sehen nicht menschlich aus, sie sehen nicht entfernt nach Lebewesen aus. Und sie haben auch keinen Mund, sie können nicht schreien. Es klingt also nicht furchtbar, wenn man so ein Gemüse aus dem Boden reißt und dann aufisst, womöglich bei lebendigem Leibe. Man muss es ja nicht alles übermäßig dramatisieren. Das sind Lebewesen und wir wollen sie essen. Kaninchen essen, Gras, Kaninchen essen mir jetzt gerade mein Gemüse weg, das ich da im Garten mühsam gepflanzt habe. Das ist der Kreislauf des Lebens. Niemand ist unsterblich. Und es gibt im Tierreich zahlreiche Beispiele dafür, dass Pflanzen sich gegen den Verzehr wehren. Die haben Schutzmechanismen entwickelt, die stoßen dann gezielt an Stellen, an denen sie angeknabbert werden, Bitterstoffe aus und so weiter. Also Pflanzen wollen auch nicht gegessen werden und schon gar nicht freuen sie sich darüber, gegessen zu werden. Das ist also keine moralisch überlegene Möglichkeit zum Fleischverzehr. Es gibt im Tierreich auch die Beispiele von Ameisen, die sich Raupen halten, lebendig halten, auf sie aufpassen, sie beschützen, damit sie aus diesen Raupen immer weiter ein Sekret, ein süßes Sekret essen können, abzapfen können. Das ist also Tierhaltung im Tierreich, durchaus Parallelen zum Bereich der Menschen möglich. Es ist also nicht unnatürlich, sich Tiere zu halten oder Tierprodukte zu essen. Das ist also eine Sache, mit der ich gerne aufräumen möchte. Das ist mir sehr wichtig. Nicht jedes Fleisch stammt aus Massentierhaltung. Und die Lösung des Problems Massentierhaltung besteht nicht irgendwie einfach darin, kein Fleisch mehr zu essen. Denn die Alternative ist durchaus Fleisch zu essen, aber eben nicht aus Massentierhaltung. Ja, dabei das umzusetzen, wünsche ich viel Spaß und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.